So, das war Piraten Oktoponisch. Für willkommen zurück zu einer neuen Folge Octodad. Die hart eingesessenen sind immer noch dabei. Wir haben mal eben hardcore so getan, als wären wir. Ja, ja, jetzt erzähl doch hier keine Geschichten, während ich hier einleite. Ruhe, ich bin der Captain. So. Wir räumen jetzt erstmal die Karte frei. Das ist das erste Ziel. Na, müssen wir hier ein bisschen rumschleichen. Jetzt, wo wir Captain sind, dürfen wir machen, was wir wollen. Ja, ja, junger Seemann. Ja, wir dürfen machen, was wir wollen. Entschuldigung, haben Sie was dagegen, wenn ich einmal ganz kurz hier an Ihren Bart... Einmal ganz kurz. Okay, und jetzt muss ich einmal noch Ihren Seemannsgarn überprüfen. Okay, ja, ein guter Garn. Sehr schön, sehr schöner Garn. Sie sind ein sehr guter Pirat. So. Paddel weg. So, Karte ist frei. So, au, weg, aus dem Weg. Jetzt den Motor starten. Hoch damit. Muss ich... Oh! Hä? Da war meine Frau. Muss ich jetzt dahin? Frau? Das war meine Frau. Frau! Oh, scheiße. Ne, hier geht's gar nicht lang. Toll! Gut gemacht, Herr Kapitän. Augenblick, wir sind gleich wieder oben. Ich hab hier mein... Jetzt schlängel ich doch nicht hier so amateurhaft durch die Gegend. Jetzt aber. Jetzt eine Stufe nach der anderen. Wir machen das. Wieso? Meine Tentakel sind zu flutschig. Was ist denn hier los? Jetzt geh doch... Gehst du jetzt da rauf, bitte? Dankeschön. Mann, Mann, Mann. Ah, ja, hallo, hallo, guten Tag, Herr Seemann, einen Augenblick. Seemann, hallo, Entschuldigung, ist es okay, wenn ich hier einmal ganz kurz mein Genital an Ihrem Fuß reibe, ja, ja? Nur ist so ein Captain's Ding, das machen Leute in meiner Position. Moment, wie kann ich denn jetzt rausfinden, oder muss ich jetzt hier, Moment, ich gehe mal hier ran. Ich schüttel die Frau da vorne einfach raus. Oh! Haha! Alter, so. Da, 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 da. Ja, aha. Lässig. Wie lässig er gerade auf dem Geländer gesessen hat. Jetzt gehe ich aber mal. Oh, meine Frau! Es war meine Frau! Captain, I'm sorry for stowing away. Please don't throw me overboard. Really? Well, now we're both in trouble. Who are you then? Ja, ich erkenne dich gar nicht wieder. Aren't we a pair? Ey, ey, Moment mal. Here's the octopus. Here? That's Chef. He's been watching for stowaways the whole voyage. Oh. Aber ich bin der Captain. Something is different about you. Nein, nein. Ich hänge hier nur rum. Oh! Oh, lalalalalala. Seemann, Seemann. Oh! Der Captain's Walk! Ja, die Jungs von Riverdance. Die haben keine Schnitte gegen mich. Schön, oder? Na klar. Na, wie geht ein Trompetenknoten denn? Was? Ich hab den... Oh. Who are you? Stowaway? Wait, before you kick me off, can I ask you some questions about the war? Wie kann ich denn den Captain vom Boot runterhauen? Ach so, okay. Klar, ich muss wieder zurück ans Steuer. Beeilung. Let me start.
Ah, der Captain hat ja anscheinend jetzt erstmal länger was zu erzählen. Ich komme da nicht hoch wegen diesem. Scheiß Brett! Weg! Weg! Okay. Eine Box oder Code? Ist der Scheiß in der Box? Ich habe hier irgendwie immer ein leichtes Problem mit den Füßen. Ja, genau. Hört dem Koch genau zu. Der Mann ist weise! Jetzt geh doch bitte da hoch! Streng dich doch mal ein bisschen an, Oktopus! Okay. Dankeschön. Okay. Jetzt aber. Und darüber. Zack! Jawoll! Stirb! Stirb! Ich hoffe, du wirst von Krabben gefressen! Von Laternenfischen! Na klar, der wird schon nicht erfrieren. Alright, alright. So what about you, Mystery Man? Who are you? Well, someday I'll get an answer out of you. In the meantime, would you care for a dance? Na klar. Da 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 da. Die Wiedervereinigung. Aber das ist ja eigentlich mies, weil sie denkt ja, ich bin ein anderer. Und ihr Mann ist ja quasi gestorben. Also es ist schon ein bisschen gemein. Kann ich nicht selber tanzen? Aber schon ein bisschen schön, oder? Oh. Ich sehe ein weißes Licht, Leute. Oh. Hä? Ja, und nu? Und wo muss ich denn hin? Was muss ich denn... Hä? Was war... Jetzt, Leute, okay, jetzt Konzentration! Konzentration! Da kommt auf einmal so ein Hai, Alter. Man muss hier den richtigen Rhythmus finden. Immer... Ah. Warum ist der so scheiße schnell? Man darf nicht aufhören zu pressen. Ja, rette dich. Ach, das war jetzt quasi so ein Traum. Das ist passiert, nachdem er uns in das Becken geworfen hat. So haben wir uns kennengelernt auf dem Schiff. Sie hat sich in den Kapitän, das war ein Prequel. Oh, er kommt immer näher. Oh, was? Alter. Leck mir die Zitze. Nee. Mann, wieder von Anfang. Ich muss, glaube ich, immer rot leuchten, dann ist es am krassesten. Immer wenn ich rot blinke. Oder? Ich habe das nicht so unter Kontrolle. Ah, diese Fluchtmusik. Und pumpen. Und pumpen. Und pumpen. Wenn ich vielleicht einen Köttel nebenbei fallen lasse, dann kann ich ihn ablenken, weil er sich denkt, oh, Köttel. Ist ein Köttel, mach ein Köttel. Life of a Fish. Und, oh, ja, er wird gefressen. Oh, der ist ja wirklich ein riesen Laternenfisch. Oh. Ich ein Glück. Ah, der Oktopus. Es ist schon schön, aber ich will zurück zu meiner Frau. Und zu meinen Kindern. Wie auch immer ich diese gezeugt habe. Kämpfe dir die Freiheit, Oktopus. Aua. Durch die Kolben. Oh ja. Yeah. Muss ich hier bis dahin. Reicht es, wenn ich hier so langsam vorditsche? Oh, was ist das denn? Ach, wie elegant. Wie elegant.
Ich bin schon ein eleganter Tintenfisch. Oh, da ist er schon wieder. Und dann kommt da plötzlich wieder diese heldenhafte Verfolgungsmusik. Oh, jetzt wurde abgelenkt von den Walen. Guck mal, ich fahre hier das ganze Aquarium durch. Da draußen, da sind Leute. Ich will auch wieder ein Mensch sein. Ich bin ein Mensch. Ich bin kein Tintenfisch. Mein Freund der Wal. Hahaha. Ist ja irgendwie ein tolles Spiel. Ich weiß nicht, wie viel Inhalt das gesamte Spiel hat. Ich weiß nicht, wie nah wir jetzt schon am Ende sind. Oder haben die da richtig... Kids, have you seen your father? It's almost closing time. Where could he be? Dunno. I saw him go in a weird door. Uh-oh. Another mystery. Well, we'll wait as long as we can. Excuse me. It's that weirdo. I have bad news about your husband. Don't trust him. Have we met? Don't trust him. It's a trap. I've seen you. Are you an old friend of my husband's? What can you tell me about him? Everything. You must come with me to cafeteria. Nein, geh nicht in Cafeteria. Wait. Nicht in die Cafeteria. Oh, und jetzt mache ich ernst, Blubber. Fuck. Okay, wir brechen aus. Wir retten unsere Frau und unsere Kinder und töten den Sous-Chef. Xing Shang Yang, oder wie auch immer er heißen mag. Geht zurück. Wurde ich jetzt durch ein Scheißhaus gespült, oder? Ich könnte hier... Darf ich den Biber anfassen? Aber es darf mich niemand sehen, oder? Hallo, bitte einmal loslassen, den Biber. Nicht den Biber. Ich würde gerne mal den Biber anfassen. So, dann gehen wir doch mal hier lang. Hä? Achso, es ist eh geschlossen, oder? Kann ich denn hier irgendwie wenigstens ein... Ey, ich würde da vorne gerne einen Hut aufsetzen. Oh, jetzt muss ich da durch? Moment, gib mir mal bitte hier den Quallenhut. Dann falle ich schon mal nicht mehr so auf. Finde den Schlüssel zum Andenkenladen. Der Schlüssel hier im Andenkenladen drin ist. Schlüssel. Bestimmt in der Kasse, oder? Ist der in der Kasse? Anscheinend nicht. Denn, wir müssen leise sein, Leute. Ruhe! Auch du da. Du auch. Damit meine ich euch. Die Menschen, die ihr zuseht. Shh. Keiner darf uns entdecken. Oh, da sind noch mehr Räume. Na, lecco mio! Na! Wahrscheinlich ist er irgendwo hier und ich habe ihn wieder nicht gesehen, oder? Hier ist ein Wasserschaden. Ist nichts da, oder? Oh, hallo? Kommen Sie bitte. Am Anfang ist das Spiel ja noch albern und lustig, aber jetzt ist es toter Ernst. Eine herzergreifende Geschichte. Verpackt in einem 15-Euro-Indie-Spiel. Ich muss einmal alles anfassen, wenigstens. Hey, wo kann denn der Schlüssel sein? Ist er da drin? Nee. Mann! Wo versteckst du dich, Schlüssel? Stimmt hier in irgendeinem Kuscheltier? Becken? Da ist nichts drin. Biber? Hast du den Schlüssel? Hallo? Blöde! Ist denn dieser Schlüssel? Lass mal los! Fisch.
Nee, da muss ich erst... Hä? Wo versteckt ihr diesen Schlüssel? Manu! Nein! Gut, dass er so einfach versteckt ist. Hallo, was fasst er da an? Was fasst du da an? Nix anfassen, bitte. Da! Leck mich am Arsch. Haha, wuh! Jetzt geht's auf zur Cafeteria! In die Cafeteria! Alle wollen in die Cafeteria, das sage ich euch. Denn was da abgeht... Wow! Geil! Oh, da ist hier so ein Typ. Schleiche dich vorbei. Ah, da ist eine drin. Da ist eine drin. Yes. Wow. Finde Biologen-Accessoires. Was sind denn Biologen-Accessoires? Hat ein Biologe etwa so eine schöne... Ich habe meinen Arsch gekratzt eben auf der Bank. Stimmt, ist der Arsch dann von ihm nicht eigentlich quasi direkt da unter seinem... Naja, unter seinem Kinn sozusagen? Guck mal, da oben ist Brecheisen. Eine Brille. Brille ist doch schon mal geil. Setz mal bitte auf. Und jetzt in die Damentoilette schleichen. Wer will durch die Lost and Found? Ich. Ich do. I could use a new watch. Was ist denn da drin? Ich brauche, glaube ich, die Meerjungfrauenhaare, die da drin sind, oder? So. Nein, Moment, die Hand muss weiter hier hin. Ja, ja. Ach, komm schon. Ich... Noch ein Stück höher. Mann! Ach, Leute, okay, okay. Wir gehen hier lang. Leiterklettern ist doch noch behinderter, als überhaupt alles zu klettern. Schaut mich an, ich bin ein Biologe. Und ich habe ein Recht darauf, diese Brechstange da oben zu kriegen. Wieso? Wieso fällt er da wieder runter? Warum kann ich nicht einfach an der Wand laufen? Ich bin doch ein Kraken. Voll unrealistisch, das Spiel. Ah, jetzt aber. Nein! Nein! Okay, Moment, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir nehmen diesen Fuß. Wir nehmen diesen Fuß und heben ihn und machen ihn so. Ah, so. Ganz präzise, ganz präzise. Ja. 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 Nice. Komm, das hier werfe ich auf jeden Fall mal da runter. Nicht, dass ich das hinterher noch brauche. Ich bin Biologe. Macht euch keine Gedanken um mich. Geil. Oh. Das hat hier jemand kaputt gemacht. Ich war das nicht. Ich brauche das Meerjungfrauenhaar. Oh, nice. I'm just saying it's theoretically possible. If one of them could figure out how to breathe, they could walk among us and we'd never know. Ja, ja. Time, a jellyfish couldn't raise a human. While you're in there, do you mind unclogging the toilet? Ach so, und jetzt muss ich. Was soll ich mit der Toilette machen? Ein bisschen plumpen. Welche denn? Die hier? Aber nicht die? Okay, welche denn?
Welche von den Toiletten? Hat er nicht gerade gefragt, ob ich eine von seinen Toiletten plumpen kann? So, dann fällt es wenigstens nicht auf. Ich will mich nur artgerecht verhalten. Oh. Na klar, war da eine Krawatte drin, wie cool. Yeah! Pi! Eine Pi! Und warum Pi? Weil Kreis spielt. Und ohne Pi gibt's keinen Kreis. So sieht's aus. Oh! 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 Es hat mich wieder nackt gesaugt! You hear something coming from the break room? It's probably just Joe. Ach, Joe! Ja, bei Joe. Ich soll den Alarm auslösen. Wie mache ich denn das am besten? Am besten hiermit, oder? Nee. Meine. Habe ich mir jetzt die Hand verbrannt? Gehen wir da rein? Hier das da? In die Banane in den Toaster? Banane! Wie kann ich denn oder den Toaster in die Mikrowelle stellen? Wie kann ich den Alarm am besten auslösen? Bier, was ist da alles drin? Robo und Cop Donuts. Ah, Moment. Kann ich. Blach. Ich bräuchte vielleicht auch mal einen Kaffee. Ich schaue mich mal hier nochmal eben um. Ne, hier ist nix. Und da ist die Employees, da stehen die vor der Tür. Eine Banane auf den Herd legen vielleicht? Okay. Ja. Haha. Joe, let's go in there and make sure he's all right. Mano, don't get it. Was ist mit ihm? Warum ist er auf einmal slow motion? Ah, die Rauchanimation ist zu krass. Jetzt geht auch da hoch. Ich bin ein richtiger Geheimagent geworden. Holy shrimp. Ich krieg jetzt aber die Tür nicht auf. So. Ah. Oh, ich bin gleich in der Cafeteria. Unbelievable. He makes this huge mess, then splits. Hey, give Joe a break. He probably had to get home to his wife and kids. Ja, Joe ist fertig mit der Welt. Was ist jetzt hier? Oh, Gott sei Dank. Huh? Ah, the day is done. Time to head home. Wer ist das, der Chef? Alone. Like always. Wie immer. Also. Was macht er jetzt da noch? I guess I'll have another TV dinner. Probably fish sticks. Ja, geh nach Hause und iss deine Fischstäbchen. Warum geht er denn nicht einfach? Warum? Warum steht er jetzt da rum? Komm schon. Ah, so. Ha! Ich bin das beste Hammerhai-Maskottchen, was es auf der Welt gibt. Weißt du warum? Weil ich einen Hammer hab. Und ein Ei. Und daraus wird Hammer-Ei. Oh! What are you doing? Do I have to come down there and show you how it's done? Ja, solltest du vielleicht mal tun. Bitte. Do you hear that? Sounds like fish slapping against the floor. Ja. Ich habe das glaube ich falsch rum an das Kostüm, ne? Aber ja, macht ja nichts. Ey, hallo. Hallo.
suppose we should wait for the others to move. Boah, Leitern laufen ist noch beschissener. Nothing happens to this giant pane of glass. Ah, ich muss mich echt konzentrieren hier manchmal ein bisschen. Nein! Oh, ho, ho, ho! We really need to buy stronger glass for the Piranha Tank. Oh. This happens every day. Richtig Glück gehabt. You get what you pay for. Muss ich da in die... Okay, on the count of three. Da hat jemand die Basketbälle verloren. Oh Gott. Ja, meine auch, hallo. Ey, Leute. Na, hallo. Ich stecke hier... Was ist das? Ich stecke fest. Stecke fest! Nein! Oh. Leute, hier stimmt was nicht. Tup, 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 tup. Kann ich mich jetzt selber tragen? Oh ja, ich glaube, jetzt habe ich's. Oder? Oh. Oh, ich glaube, ich hab's geschafft. I know you're in that tank somewhere, Leafy Sea Dragon. You can't hide forever. I will expose you, Leafy Sea Dragon. That's it. I'm coming down there. Ah, siehst du, ich muss den runterlocken. No one wants to hear that. That new cafeteria chef was screaming at everyone to leave. Oh, that's my calculator hand, strange man. Yes. Have you ever tried asking him for pineapple? Nein. Oh, Leute. Das ist echt anstrengend, das Spiel. Das ist wirklich anstrengend. Jetzt muss ich da durch, oder? Okay, Leute. Jetzt machen wir einen kleinen Cliffhanger, würde ich sagen. Ist ja schon wieder spät genug. Ich würde sagen, wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht, spannend. In der Cafeteria, was wird passieren? Wird er uns filetieren? Wird er onanieren? Oder wird er uns einfach nur ins Gesicht masturbieren? All diese Fragen beantworte ich euch in der nächsten Folge von Octodad. Und bis dahin reingehauen. Leck mich nicht am Arsch.